Hallo, in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Fensterleibung richtig streichen kann. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, wie man es tapeziert. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon an der Fensterleibung den Fensterrahmen abgeklebt, damit ich den nicht verschmutze nachher beim Streichen. Wenn doch mal was daneben geht, habe ich hier noch einen Lappen. Macht euch also die Mühe, das ruhig abzukleben, dann habt ihr hinterher weniger Reinigungsarbeiten. Ja, was brauchen wir, um die Fensterleibung zu streichen? Zum einen hier einmal einen Pinsel, eine kleine Rolle und natürlich auch Farbe. Normale Wandfarbe nehme ich dafür und damit streichen wir jetzt die Fensterleibung. Ja, um hier die Fensterleibung zu streichen, machen wir das Ganze mit einem Pinsel. Dazu habe ich halt hier meine Schale, wo ich Farbe drin habe, und den Pinsel. Und nun fange ich einfach an, die Fensterleibung hier zu streichen. Und trage mit dem Pinsel dann die Farbe auf. Schön gleichmäßig. Ihr seht schon, dass auch viel Farbe daneben geht. Von daher war es ganz wichtig, dass wir abgeklebt haben. Und das mache ich jetzt für die ganze Fläche des Fensters. Ich trage nicht zu viel und auch nicht zu wenig Farbe auf. Nach einer gewissen Zeit beim Streichen entwickelt ihr dann dafür auch ein Gefühl. Und dann wisst ihr schon, wie viel Farbe man auftragen muss. Ja, wenn ihr die Fensterleibung hier fertig gestrichen habt, könnt ihr jetzt hier an der Seite die Wand streichen, das auch mit zur Fensterleibung gehört. Ihr könnt sehen, hier sind auch Heizungsrohre, die im Weg sind. Das ist sehr oft bei Fenstern, weil halt auch gleich die Heizkörper dort sind. Aus dem Grund habe ich die hier etwas losgeschraubt. Und hier können wir jetzt auch mit der Rolle arbeiten. Das wäre hier nicht gegangen. Ich denke, ihr seht es selber. Die Rolle hätte eigentlich nur noch alles mehr vollgeschmiert. Die Farbe wäre runtergetropft. Aber hier in dem Bereich jetzt können wir dann auch mit der Rolle arbeiten. Auch hier tragen wir die Farbe wieder gleichmäßig auf. Und streichen jetzt die Fensterleibung von oben bis unten einmal durch. Wenn wir das gemacht haben, kommen wir zu dem oberen Teil der Fensterleibung. Ja, ich habe das jetzt bis oben durchgestrichen. Ihr könnt das hier sehen. Ich zeige das noch einmal mit der Kamera. Und nun kommen wir, wie erwähnt, zur oberen Fensterleibung. Ihr könnt sie hier sehen. Und da streiche ich jetzt erstmal hier an der Decke etwas vor. Und zwar einmal so in der Längsrichtung, dass ich hier auch die Kanten mitnehme. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dass ihr hier oben an der Wand das richtig dicht kriegt mit der Farbe, dass jetzt zum Beispiel noch Löcher da sind, dann könnt ihr das auch mit einem Pinsel durchstreichen. Aber in meinem Fall, weil die Wand hier recht gerade ist zur Decke, lässt sich das auch prima mit der Farbrolle machen. Ja, und nun fangen wir hier einfach an, die Fensterleibung zu streichen. Auch hier tragen wir die Farbe wieder gleichmäßig auf, nicht zu viel und zu wenig. Und ich werde jetzt die ganze Fensterleibung erstmal auf der Fläche durchstreichen und dann zu guter Letzt hier unten mit dem Pinsel genau nach dem gleichen Schema das Streichen, wie ich es hier an der Seite gemacht habe. Wenn ich das fertig habe, mache ich nur noch die seitliche Fensterleibung einmal, genau nach dem Schema wie auf der anderen Seite. Ja, die Fensterleibung ist jetzt fertig gestrichen, wie ihr sehen könnt. Hier einmal oben und dann auch da um die Leibung herum. Ebenso hier am Fensterrahmen runter. Und dann natürlich auch noch diese Seite bei den Heizungsrohren. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm Daumen hoch, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.